Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine Schwester hat mir witzige Fun Facts zu Serien rausgeschrieben und ich soll jetzt erraten, zu welcher Serie diese Fun Facts gehören. Ich habe Angst. Wir erraten heute also wieder Serien und wir fangen auch direkt an mit der ersten Serie. Das hier sind Zettel für Serie Nummer 1. Fun Fact Nummer 1. Die Hauptcharakterin bekam entgegen der Buchvorlage eine andere Nationalität, da deren Schauspielerin dieser angehört. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis mit drin, dass es eine Buchvorlage gibt zu dieser Serie. Shadowhunters, die ganze City of Bones-Reihe. Outlander, Vampire Diaries. Ich meine, das schon mal gelesen zu haben, dass Catherine aus Vampire Diaries eigentlich nicht Bulgarin ist. Also Katharina Petrova, und sie hat eigentlich eine andere Nationalität im Buch. Aber es wurde geändert, weil Nina Dobrev ja Bulgarin ist oder bulgarische Vorfahren hat. Der nächste Fun Fact. Zwei Charaktere der Serie sollten eigentlich den Nachnamen Whitmore erhalten. Whitmore. Zwei Charaktere der Serie. Das heißt, es musste ja irgendwie was auch mit Geschwistern zu tun haben. Dann machen wir weiter mit Fun Fact Nummer 3. Die Serie ist schon zu Ende gedreht. Könnte passen zu Vampire Diaries. Weiter geht's. In einer Folge liest ein Hauptcharakter das Buch 50 Shades of Grey. Warte, gab es nicht eine Szene, in der Damon Twilight gelesen hat? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so war. War das in einer Folge so? Wenn ihr euch daran erinnert, schreibt mir mal, in welcher Szene das passiert ist. Und Fun Fact Nummer 5. Diese Serie wurde vor 11 Jahren das erste Mal ausgestrahlt. Vor 11 Jahren! 2009? Klingt alles sehr nach Vampire Diaries. Wir gucken uns jetzt mal die Lösung an. Vampire Diaries! Oh, yes! Okay, angeblich sollten Stefan und Damon Whitmore mit Nachnamen heißen am Anfang. Hieß nicht irgendwer anders auch Whitmore? Und Nina Dobrev, die aus Bulgarien ist. Yes! Weiter geht's mit Serie Nummer 2. Diese Serie wird in Vancouver, Kanada gedreht. Da wird viel gedreht. Würde man gar nicht so meinen. Ich weiß, dass auf jeden Fall Supernatural in Vancouver gedreht wird. Ich weiß auch, dass Riverdale in Kanada gedreht wird. Aber auch in Vancouver? Ich glaube schon. Wir hören mal lieber die anderen Fun Facts noch. Die Schauspielerin eines Hauptcharakters führt einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Ah! Ich habe nämlich die, wie heißt die, Madeline Patch abonniert. Ich denke, dass jetzt also Riverdale damit gemeint ist. Fun Fact Nummer 3. Diese Serie hat 2019 den Kids' Choice Award für Favorite TV Drama gewonnen. Okay, das sind ja schon mal sehr viele Hinweise. Letztes Jahr gewonnen, also es ist keine komplett alte Serie. Kids' Choice Awards, es ist eigentlich für eine junge Zielgruppe. Und Favorite TV Drama, es ist nicht TV Comedy oder so. Ich glaube immer noch, dass es Riverdale ist. Einer der Hauptcharaktere musste sich einen amerikanischen Akzent aneignen, da dieser eigentlich aus Neuseeland kommt. Ich habe so viele Videos gesehen von KJ Apa und der ist ja eigentlich aus Neuseeland. Fun Fact Nummer 5. Diese Serie basiert auf einer Comic-Vorlage. Ja, Riverdale basiert auf den Archie-Comics. Wir schauen auch direkt mal auf die Lösung. Riverdale ist richtig! Yes, yes! Wenn ihr übrigens Fans von Riverdale seid oder generell von Serien, dann solltet ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir machen weiter mit Serie Nummer 3. Viele der Episoden sind nach klassischen Rocksongs benannt, die sich alle auf ein bestimmtes Thema der Episode beziehen. Rocksongs, Greatest Hits of Mullet Rock, da denke ich auch erstmal an Supernatural. Let's see the other fun facts. You know, wenn ihr es schon wisst, in die Kommentare damit. Diese Serie wurde 2005 das erste Mal ausgestrahlt. Ich bin mir sehr sicher, dass 2005 die erste Staffel Supernatural lief. Rock'n'Roll 2005 passt. Fun Fact Nummer 3. Ein Hauptdarsteller hat 2010 die Schauspielerin eines Nebencharakters geheiratet. Ah. Okay, also Jared Padalecki hat 2010 Genevieve, ich hoffe, so spricht man sie aus, geheiratet. Fun Fact Nummer 4. Der Schauspieler des Vaters in der Serie ist in Wirklichkeit nur 12 Jahre älter als der Schauspieler von dessen Sohn. Lol, ist das so? Das muss ja dann. John Winchester, was ist nochmal dein Name in echt? Negan. Ah! Moment. Er heißt Jeffrey Dean Morgan. Eigentlich sollte die Serie nach 5 Staffeln enden und ist nun bei 15 Staffeln angekommen. Ja, auf jeden Fall Supernatural. Und wir schauen mal auf die Lösung. Supernatural. Yes! Ja, Jeffrey Dean Morgan ist 12 Jahre älter nur als Jensen Ackles. Ich finde, bisher läuft es echt gut. Weiter geht's mit Serie Nummer 4. Die Dreharbeiten zur 4. Staffel haben im Januar begonnen. Wie weit ist nochmal Good Girls? 2 Staffeln, ne? Stranger Things?
Kommt da nicht jetzt die vierte Staffel? Ich bin immer so schlecht mit Staffeln. Also bei mir ist es so, die verbinden sich irgendwann in meinem Kopf zu so einer Serie, aber nicht mehr in Staffel unterteilbar. Ich glaube, dass Stranger Things eine vierte Staffel jetzt bekommt. Fun Fact Nummer 2. Einer der Hauptdarsteller hat sein Bewerbungsvideo vom Bett aus aufgenommen, da dieser zu der Zeit krank war. Gar keine Ahnung, aber mich würde wirklich interessieren, wer es war. Boah, wenn es jetzt Stranger Things war, dann kann ich mir vorstellen, dass es einer der Kids war. Aber ich frage mich auch dann, wer? Vielleicht Finn Wolfhard? Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht Stranger Things, ne? Deswegen sagt mir das eigentlich gar nichts, dieser Fact. Aber ich bin gespannt, wer es später war. Einer der Hauptdarsteller war beim Dreh der ersten Staffel erst 12 Jahre alt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Millie Bobby Brown war schon sehr jung. Aber die Kids sind ja alle so jung gewesen, ne, in den ersten Staffeln. Fun Fact Nummer 4. Diese Serie hat 2019 bei den MTV Movie und TV Awards die Auszeichnung für Show of the Year erhalten. Die Show des Jahres 2019. War Stranger Things so eine krasse Show 2019 schon, ne? Die Mall, in welcher in der dritten Staffel gedreht wurde, ist ein echtes baufälliges Einkaufszentrum am Stadtrand von Atlanta namens Gwinnett Place Mall. Am Ende sind die doch in diesem Einkaufszentrum und dann kommt da... Deswegen, ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich glaube, die Fun Facts so zusammen passen schon alle zu Stranger Things. Und wir schauen mal auf die Lösung. Stranger Things ist die Lösung. Yes. Finn Wolfhard hat das Video abgeschickt vom Bett aus. I knew it. Wieso wusste ich, dass er es war? Millie Bobby Brown war beim Dreh der ersten Staffel erst 12 Jahre alt. Wie krass ist sie bitte? Ich weiß gar nicht, was ich mit 12 Jahren gemacht habe. Nix. Ich habe mit 12 Jahren nichts gemacht. Weiter geht's mit Serie Nummer 5. Nach Angaben von dem Macher der Serie sahen sich die Schauspieler und die Crew die Season Premiere traditionell bei ihm zu Hause an und er bestellt für gewöhnlich Pizza für alle. Traditionell zu Staffelbeginn. Was ja bedeutet, dass es mehrere Staffeln gibt. Es kann also keine Serie sein, die jetzt so nur eine Staffel hat, weil dann kann man ja traditionell nicht Leute einladen und Pizza bestellen. Das heißt aber auch nur, dass die Serie mehrere Staffeln hat, also. Make your guess. Vielleicht Pretty Little Liars. Wobei ich nicht glaube, dass sie sowas machen würden. Anyway, wir gucken uns mal Fakt Nummer 2 an. Die letzte Staffel dieser Serie erschien 2017. Denn macht das Sinn mit Pretty Little Liars? Boah, ich habe jetzt nur noch Pretty Little Liars im Kopf. Insgesamt gibt es 100 Episoden der Serie. Wait, nein, das macht keinen Sinn. Oh, okay, weil es gibt genau 100 Folgen von The 100. Die ist jetzt auch vorbei. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so Jason Rothenberg, der Producer, auch die Leute zu sich nach Hause einladen würde. The 100 ist erst dieses Jahr zu Ende gegangen und nicht 2017. Kann nicht sein. Nächster Fun Fact. Für manche Kreaturen der Serie wurden in der Nachbearbeitung Gorilla-Geräusche genutzt. Kreaturen? Werwölfe? Ich denke an Shadowhunters und ich denke an Teen Wolf. Und wer könnte eventuell so Geräusche machen? Die Werwölfe. Shadowhunters ist nicht 2017 zu Ende gegangen. Ich glaube, dass es eventuell Teen Wolf ist, das 2017 vorbeiging. Könnte sein. Der letzte wäre. Einer der Hauptdarsteller sagt, dass er mehr Zeit in der Highschool der Serie verbrachte, als in seiner eigentlichen Highschool. Die sind doch immer an der Highschool. Ich glaube, es ist Teen Wolf. Und? Yes! Die Lösung sagt, es ist Teen Wolf. Tyler Posey, also Scott, hat gesagt, dass er mehr Zeit in der Highschool in der Serie verbracht hat, als in einer echten Highschool. Da bist du so länger an einem Set, das aussieht wie eine Schule, als an einer richtigen Schule. Weiter geht's mit Serie Nummer 6. Wenn ihr übrigens noch mehr Fun Facts zu diesen Serien habt, die irgendwie da auch mit reinpassen würden, schreibt die auch gerne in die Kommentare. Die Episoden wurden der Reihe nach gedreht und die Schauspieler erhielten die Drehbücher für jede Episode erst während der Dreharbeiten, sodass sie auch nicht wussten, was das Schicksal ihrer Figur sein würde. Was ich mir halt vorstellen kann, wo sehr viel Geheimnistuerei so im Spiel ist. Game of Thrones? Maybe? Weil da so ein Hype war. Da durfte man bestimmt nicht, also da durfte man so kein Risiko eingehen, dass irgendein Schauspieler irgendwas verrät. Der Regisseur der Serie taucht auch in der Serie selbst auf, sowie der erste Regieassistent. Was? Das habe ich aber noch nicht gehört. Und auch der Regie-Asi, dass der mitmacht? Kann ich mir aber vorstellen. Bei Game of Thrones gibt es sehr viele Nebencharaktere. Einfach so ein Soldat oder so. So random. Bereits 4 Staffeln dieser Serie sind erschienen und zudem wurde sie verlängert. It's not.
Game of Thrones. Ah! I don't know. Für die in der Serie verwendeten Banknoten wurden die Druckpressen der Zeitung ABC verwendet, damit diese realistisch wirken. Banknoten. Haus des Geldes? Wie soll ein Haus des Geldes 4 Staffeln haben? Die 3. Staffel kommt jetzt. Oder gab es Staffel? Eigentlich sind die Staffeln ja A und B. War das nicht so? Diese Serie ist die meistgesehene nicht-englische Serie auf Netflix. Spanisch? Haus des Geldes. Wir gucken auf die Lösung. Die Lösung ist Haus des Geldes! Yes! Oha, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute mal einfach alle erraten. Ich bin so gespannt darauf, wie ihr euch geschlagen habt. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mehr Quiz-Videos, dann schaut gerne mal hier oben beim Serien-Junkies-Quiz vorbei. Und wenn ihr Lust auf einen Film-Quiz habt, dann schaut gerne mal hier unten bei Cinema Strikes Back vorbei. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!